bin Umberto Sachser. Meine Verkaufskybernetik, wenn man heute schaut, ist vermutlich eine der Techniken, die von anderen Trainern am meisten nachgemacht, teilweise sogar kopiert wird. Das macht mich auf die einer Seite auch stolz, weil das heißt ja, dass es was Gutes ist. Ja. Jetzt, ein wichtiger Baustein von meiner Verkaufskybernetik ist die Einwandbehandlung. 21 gibt es da, ich bin gerade an einer Serie. Heute die 10. emotionale Feststellungen. Das ist etwas, wo löst. Oder ich habe das bei den anderen Filmen schon mehrmals gesagt, eins der größten Probleme in der Einwandbehandlung ist, da wird was gesagt, ja, ein Einwand zum Beispiel, da gibt es ein Gegenargument und die Fronten, die sind sehr, sehr, sehr schnell verhärtet. Ja. Und sobald die Fronten verhärtet ist, wird da drüben nicht mehr zugehört, also der Kunde hört dir nicht mehr zu. Und wenn der Kunde dir nicht zuhört, wenn der Kunde im Prinzip bei deiner Aussage nur das Negative sucht, dann kannst du super Argumente sagen. Er hört sie nicht. Ja, sie kommen bei ihm nicht an. Also, das heißt, ein Argumentationstraining, wie das vielfach gemacht wird, funktioniert nur, wenn du den anderen dazu bringst, dass er dir zuhört. Und emotionale Feststellungen ist ganz klar, das ist das Ziel dieser emotionalen Feststellung. Und in dem Moment, wo er dann zuhört, beginnst du einer der anderen Techniken anzuwenden. Das kann Wünscheverwandlung sein, das kann die Ja-Frage sein, das kann der Boomerang sein. Ja. Ja. Also da gibt's, spielt gar nicht so eine Rolle, du hast ja mit meinen 21 eine große Auswahl. Also bring einen Einwand zum Beispiel, Herr Sowieso, diesen Preis bringe ich bei der Geschäftsleitung nicht durch. Ihn an, wartet ein paar Sekunden und sagt, das stört sie. Und wichtig ist, dass du das ruhig sagst und wieder ruhig bist. Oh, schauen Sie, wir sind einfach die Hände gebunden. Ich habe da meine Vorlagen. Ja, Ihnen sind die Hände gebunden. Ja. Natürlich kann interessieren, gibt es außer dem Preis sonst noch etwas, was Sie zögern lässt, bei Ihnen zu nehmen. Nein, nein, es ist nur der Preis. Nur der Preis. Also, angenommen, wir sind ja beides ja, Leute, die ein bisschen kreativ sind. Wir finden Ideen, wir, das so zu präsentieren, dass sie das abnicken. Machen wir es dann miteinander. Und jetzt, wenn man schaut, ich habe in zweiter Hand so die klassische Einwandbehandlungstechnik gemacht, das ist meine erste. Gibt es sonst noch etwas 1a, 1b angenommen? Diese Bedingungsfrage, unglaublich mächtig. Aber wenn ich gleich mit dem gestartet hätte, hätte er mir möglicherweise nicht zugehört. Mach ein anderes Beispiel. Schauen Sie, ich habe ältere Mitarbeiter, diese Umstellung, ich kenne die, die wehren sich extrem dagegen. Ja, ja, das macht sie ein bisschen traurig, ist das richtig, dass das so ist? Ja schon, weil es sind sehr gute Mitarbeiter und mir ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir die im Boot haben. Aha, ja, ja, dass man die im Boot hat, ja. Und merkst du, und jetzt kannst du mit ihm über Lösungen diskutieren, ja. Also, jetzt könntest du Wünschverwandeln anwenden. Also, sie möchten, dass wir jetzt gemeinsam einen Weg finden, wie man die im Boot hat. Ist das wichtig? Ja. Okay. Und jetzt bist du, jetzt sagt er ja und jetzt kannst du weiterfahren. Sie kennen ja ihre Mitarbeiter am besten. Ja. Ja. Wie kriegt man, also diese Mitarbeiter, wie kriegt man die dazu, dass sie ins Boot kommen? Ja. Ja, da gibt's nichts. Ja. Ja. Versuchen wir mal quer zu denken, wenn es da etwas gäbe. Ja. Was ist das? Was wäre das? Ja, merkst du? Und die Verkaufskybernetik arbeitet unglaublich stark mit Fragen und viel weniger mit Argumentation. Die Verkaufskybernetik ist im Prinzip etwas, wo man ganz große Ohren braucht, um zu überlegen, was steht hinter den Aussagen. Ja, und wo habe ich den Punkt, den ich greifen kann? Und das ist eine komplette andere Einwandbehandlung als das, was sonst gemacht wird, dieser permanente Kampf. Und nur schon, indem man sich extrem von allen anderen unterscheidet, hat man viel bessere Resultate. Jetzt jeder Mensch
steht er irgendwo an. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, bessere Resultate zu machen. Und oft liegt es an einem kleinen Punkt. Weil jeder Mensch hat auch einen blinden Fleck. Man steht sich selber im Weg, sagt man im Volksmund. Und um das herauszufinden, machen wir gratis 30 bis 60 Minuten Coaching. Unten hast du die Daten, damit du dich anmelden kannst. Unter gewissen Voraussetzungen machen wir das. Ja. Jetzt, wenn du jemand bist, der gerne besser wird, dann mach das. Und generell wünsche ich dir viel Erfolg beim Besserwerden. Dein Umberto Sachser.